Das ist die Wasserstoffanlage, die der Horst mit reingebaut hat. Ja. Und dann kriegt man diese Zelle, diese Plusplatten und die Minusplatten. Ja. Das ist der Wasservorratsbehälter, hier habe ich eine Natronlauge drin. Das ist die Wasserpumpe. Aha. Die pumpt das Wasser in die Zelle rein und hier oben kommen dann die beiden Wassergasgemisch raus. Aha. So teilt sich das wieder. Wasser nach unten, Gas nach oben, das Gas geht dann im Motor rein. Und dann kommt hier das Gas. Dann habe ich noch einen Schwimmerkontakt, der dann automatisch nachfüllt. Automatisch nachfüllt, wenn er standzulieben wird. Ah, das klappt schon. Das klappt. Einwandfrei.